Wir haben nun also gehört, dass wir aus ganz vielen Automatismen und Gewohnheiten bestehen. Und wenn wir uns ändern möchten, dann müssen wir unsere Gewohnheiten und wie sie sich etablieren, genauer verstehen. Wenn wir etwas neu lernen, zum Beispiel Autofahren, dann ist es eine Großleistung von unserem Großhirn, unserem Frontalhirn. Wir müssen uns konzentrieren, wir sind bei der Sache, wir müssen uns genau überlegen, zuerst der Spiegelblick und wie das mit dem Gangschalten und Kuppeln geht, das ist alles wirklich anstrengend und wir sind nachher auch müde. Und aus diesem Grund macht es ja Sinn und ist energiesparend, dass unser Hirn dann nach einer gewissen Routine diese Informationen weiter ins Innere des Hirns leitet, zu den sogenannten Basalganglien, und dann läuft es eben in diesem Automatismus ab. Und viele von diesen Automatismen, die entwickeln wir, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Und wie das genau abläuft, das besprechen wir jetzt. Damit eine Handlung zu einem Automatismus wird, braucht es folgende Voraussetzungen. Zuerst braucht es einen Auslöser. Und es braucht ein Bedürfnis nach einem Gefühl oder einem Zustand. Wenn der Auslöser die Zigarette, du möchtest rauchen gehen, dann ist das Bedürfnis dahinter vielleicht die Pause. Du möchtest deinen Arbeitsplatz verlassen, weil du gestresst bist, weil dir deine Kollegen vielleicht gerade auf die Nerven gehen oder die Arbeit, die du tun musst, anstrengend ist. Du brauchst auf jeden Fall eine Pause und der Weg dorthin führt über die Zigarette und den netten Kontakt mit deinen Kollegen, die auch rauchen. Wenn du jetzt also das Rauchen aufgeben möchtest, dann scheitert es oft eben an diesem eigentlichen Thema, weil das nicht gesund ist und du dir damit nichts Gutes tust, das weißt du ja schon längst. Das hast du ja schon oft gehört und trotzdem rauchst du. Und dieses Bedürfnis nach Pause und nach Freunden oder einem guten, netten, entlastenden Gespräch, das ist das Bedürfnis, das dich aber immer wieder dazu führt, dass du eben doch rauchst. Und wenn du das wiederholst und in die Routine bringst, wie gesagt, dann kommt es zu diesem Automatismus. Jetzt lade ich dich einmal ein, schau dir deinen Automatismus an, überleg dir, welche Gewohnheit möchtest du ändern. Beobachte dich, wann hast du den Auslöser für diese Gewohnheit? Wo bist du? Wer ist bei dir? Was fühlst du? Was denkst du? Was passiert mit dir? Und was macht die Aussicht darauf, dass du diese Gewohnheit gleich machen wirst, ebenfalls mit dir? Welche Erwartung hast du daran?